Guten Morgen für euch alle. Nummer 379. Heute ist Montag, Anfang der Woche. Wieder ein Montag. Montag, der 19. April 2021. Und es geht los. Wir befinden uns im April mit April. Keiner ist so verzweifelt wie ich. Für euch ist kein Platz in diesem Garten. Wenn ihr so denkt und die ledigen äußeren Zeichen aufweist, der Mann, der demonstrativ einen ganzen Wald jätet, die Frau, die hinkt und sich weigert, die Kleider zu wechseln oder ihr Haar zu waschen, glaubt ihr, es interessiert mich, was ihr miteinander sprecht? Aber ihr sollt wissen, dass ich von zwei Geschöpfen, denen Vernunft gegeben wurde, mehr erwartet habe. Wenn ihr euch schon nicht umeinander kümmert, so könnt ihr wenigstens verstehen, dass Trauer jedem von euch zuteil wird, jedem eures Geschlechts, damit ich euch erkenne, wie tiefes Blau den wilden Blaustern zeichnet, weiß das Veilchen im Wald. Dieses Gedicht, April, ist im amerikanischen Englisch erschienen, im Original, und hat eine Frau geschrieben, die heißt Louise Glück. Vielleicht wird sie ein bisschen anders ausgesprochen. Louise Glück, Gluck, weiß ich nicht genau. Die Nobelpreisträgerin vom letzten Jahr, die Literatur-Nobelpreisträgerin vom letzten Jahr. Und sie heißt Glück und ich hatte das Glück und habe das Glück, dieses Buch zu besitzen, diesen Gedichtband zu besitzen, der herrlicherweise heißt Wilde Iris. Und in diesem Gedichtband ist dieses Gedicht enthalten. Und es ist wirklich ein großes Glück, dass ich dieses Buch geschenkt bekommen habe. Ja, die Louise Glück hat 2020 den Nobelpreis bekommen, hat auch schon den Pulitzerpreis bekommen, eben auch für diesen Gedichtband Wilde Iris. Und ja, ich finde, sie macht es gut. Es ist einfach nicht so eindeutig und das gefällt mir sehr. Und damit die Woche mit einem schönen Ausblick beginnt, sage ich euch, dass hier die Sonne kämpft, immerhin. Und dass, wenn wir schon mit einer Nobelpreisträgerin für Literatur angefangen haben, machen wir doch einfach eine Literatur-Nobelpreisträgerinnen-Woche daraus. Was haltet ihr davon? Mal sehen, wo es uns hintreibt. Ich wünsche euch einen schönen Wochenanfang, einen schönen Montag. Bis morgen.